Das ist hier der Startpunkt. Es sieht noch überhaupt nicht nach einem Startpunkt aus, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung. Richtig. Was passiert hier? An dieser Stelle wird ein Buzzer existieren. Die Teams werden sich hier aufreihen. Und jedes Team, was beginnt, wird ein Team mit dem Buzzer drücken und die erste Disziplin in Angriff nehmen und starten. Aber dann hat der Straßenbahnfahrer sein auch was mit Geschwindigkeit, mit Rennen zu tun, oder? Etwas Beschleunigung muss sein, natürlich. Wir sind immer in Eile, Verkehrsbetrieb ist unterwegs, ist dynamisch. Also hier geht es auch ein bisschen um Tempo. So, los geht's. Also schnell. Stefan, an der ersten Disziplin hat der Fahrer Folgendes zu tun. Er muss das Fahrzeug beschleunigen bis auf 20 km pro Stunde. Schwierigkeit dabei ist, der Tacho ist abgedeckt. Er kann also gar nicht sehen, wie schnell er fährt. Das muss er einschätzen können. Dann, ab einem gewissen Punkt, da steht dann später mal Brake, Bremsen, muss er die Bremse einleiten und mit einer Bremsstufe bis vor diese Schranke dort zum Stehen kommen. So dicht als möglich. Je dichter, je höher die Punktzahl. Und? Das ist fast eine Punktlandung. Wow. So, jetzt wollen wir mal sehen, was hier rausgekommen ist. Ah, hier ist der Messstab. Heute zeigen wir das mal. Im Wettkampfalltag nachher wird das ein neutraler Schiedsrichter tun. Also wir sehen hier, ist die Marke 500, dort 400. Ich schätze mal, wir haben 480 Punkte erreicht, kurz vor 500. Ab dem Punkt hat der Fahrer dann frei oder wie geht's weiter? Jetzt geht es gleich weiter zur nächsten Disziplin. Und zwar Schätzen des seitlichen Abstands. Wow, los. Hier wird der seitliche Abstand geschätzt. Das heißt, der Teamkollege richtet den Dummy ein, so dass die Bahn vorbeipasst. Und dann wird der Abstand gemessen. Jetzt gibt es, ohne dass er sieht, wo die Bahn steht, ein Handzeichen und der Fahrer fährt los. So, Thomas, jetzt kommt es drauf an, Dummy oder nicht Dummy, das ist hier die Frage. Du hast eingerichtet, du bist schuld, wenn. Also, das wird hier eine Mikrometerfrage. Und? Super gemacht, ne? Also, wie oft passiert denn das pro Tag? Das ist schon sehr eng. Wir haben in Berlin sehr dichten Verkehr und LKWs, die halten nicht immer so gerne die Spur ein und kann schon sehr dicht werden. Und manchmal kann es auch passieren, dass der Spiegel dann... Das ist überhaupt keine Spielerei, das ist ja... Das ist ernsthaftes Straßenbahntraining bzw. Straßenbahnerfahrung. Jeden Tag muss er einschätzen können, kommt er vorbei, weil der Verkehr sehr dicht fährt. Und wir fahren immer auf Schienen, wir können nicht ausweichen. Das ist unser Problem. Und das ist überall in der Welt so, nicht nur in Berlin. Der Teampartner kommt jetzt wieder mit rein in die Bahn. Wir fahren zum nächsten Ereignis. Dort kommt es darauf an, dass ich mit der zweiten Tür auf der linken Seite in Höhe dieser Rampe zum Stehen komme. So mittig wie möglich. Fast. Ja. 300 von 500. Ich denke, da ist viel Luft nach oben. Ja, Sicherheit. Mit Sicherheit ist da noch mehr drin. Wir können natürlich auch 500 erreichen. Aber erstmal für den ersten Versuch nicht schlecht. Ja, ist ja ein Wettkampf. Aber ne, der Spanier an sich, so Fußball kennen wir das ja, der guckt ja so ein bisschen mal nach seinen Vorteilen, nach seinen Tricks. Ne? Da ein Mast. Und schon kann man sich irgendwie orientieren. Genau. Und deshalb haben wir diese Rampe auf Rädern gesetzt. Wir können sie also seitlich verschieben, sodass keiner sich hier orientieren kann an irgendwelchen Masten oder irgendwelchen anderen Dingen. Sondern sie ist jedes Mal anders positioniert. Und das ist ja Herausforderung. Aber wir haben doch gar keine Zeit, wir müssen weiter. So ist es. Station Nummer 4 steht hier. Was passiert? Wir werden jetzt eine Schiebefahrt durchführen. Unser Co-Pilot wird sich nach vorne begeben. Wir gehen nach hinten und werden die Schiebefahrt beginnen. Thomas, wie oft passiert das eigentlich, dass man die Bahn schieben muss? Gott sei Dank sehr selten, aber es kommt vor. Es passiert schon mal, dass eine Straßenbahn zum Stehen kommt, weil sie defekt ist. Und dann müssen wir schieben. Wegschieben, denn die andere kann nicht drumherum fahren. Boah, jetzt schieben wir los. Bim-bim-bim. Schieben wir ein bisschen Bums. Und jetzt müsst du wissen, wo du anhältst oder bremst er? Er gibt jetzt ein Signal hier oben. So. Aber ein bisschen heftig vielleicht. Gut. So, jetzt müssen wir, glaube ich, schnell dahin, oder? Jawohl, los! So, 300 sagst du, haben wir geschafft? Ich denke ja. Hier, komm, Messstab. Zeig her, das will ich sehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na, ist doch top, 300. Aber warum haben wir jetzt hier gehalten und nicht da? Das erste Messfeld haben wir am Startbuzzer gezogen und deswegen haben wir hier angehalten. Aber apropos Buzzer, da ist der letzte Buzzer. Schnell, wir müssen noch nicht spät. So, und hopp! Die schönste Disziplin überhaupt bei der Tram-EM, Bowling. Ja? Kannst du bowlen? Ja, so ein bisschen. Mit der Straßenbahn auch so? Mit der Straßenbahn machen wir das normalerweise nicht. Wir werden sehen, der Fahrer wird erstmal hier gegenfahren. Je nachdem, wie viele Kegel umfallen, da ist eine Ziffer drauf, mal 30, addiert die Punktzahl. Das ist nachher das Ergebnis des Bowling. Jawohl! So, da haben wir es. Wie viel wären das jetzt Punkte?
Fünfmal? Fünfmal 30. 150 Punkte. 150 Punkte dazu. Wir haben alles getestet, 5 Disziplinen hier in Berlin. Der Regen hört auf. Was wollen wir machen? Startfrei. Startfrei, los geht's, oder?